darf euch auch recht herzlich willkommen heißen. Digitale Treffpunkte und das Thema heute ist Bildung online. Und ich werde jetzt einmal auf die Präsentation umschalten. So. Ich mache mich jetzt ein bisschen kleiner, damit ihr auch die Präsentation besser sehen könnt. Und zwar Bildung online. Um welche Themen werden wir heute behandeln? So, es geht einmal grundsätzlich um die Begriffsdefinition. Was ist eigentlich Lernen und was kann uns dabei unterstützen? Und die Johanna hat vorher gemeint, sie merkt sich viele Dinge nicht so leicht. Das ist, wie gesagt, wie am Computer. Man hat vielleicht sehr viel gespeichert, aber oft weiß man nicht, wo das genau ist. Ja? Es ist ja da. Ja, und ich werde euch dann jetzt gleich anschließen, gern, wie wir eigentlich lernen und was eigentlich verknüpftes Lernen ist. Ja. Dann gibt es ja verschiedene Plattformen, wo ich lernen kann, und eine sehr beliebte Plattform, die von Jung und Alt genutzt wird, das ist YouTube. Da gibt es ja sehr viele Videos, wo ich mal die Informationen holen kann, wo ich teilweise ganze Kurse machen kann, wobei da muss man ein bisschen aufpassen. Also es gibt natürlich auch sehr viele professionelle YouTuber, die das wirklich sehr gut recherchiert haben, die sich auch bei der Thematik gut auskennen. Es gibt aber auch viele, da muss man vorsichtig sein, also immer kritisch sein. Da gibt es dann noch bessere Plattformen, wo man sich dann auch noch weiterbilden kann. Und zwar, das sind die sogenannten E-Learning-Plattformen. Dann gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann, zum Beispiel auch über diverse Podcasts. Also Podcast ist auch eine Möglichkeit, ich kann das überall mir anhören. Es gibt ja nicht nur diese typischen Hörbücher, wo jemand ein Buch vorliest oder das Ganze als Hörspiel funktioniert, sondern es gibt auch sehr viel Lerninhalte, und ich kann auch bei diversen Diskussionen über verschiedene Themen ja auch schon sehr viel mitnehmen. Da finde ich ganz interessant den Standard-Podcast. Da gibt es auch jeden Tag, und da wird immer ein aktuelles Thema dann genommen und da wird drüber dann diskutiert. Also früher war es zum Beispiel im ORF der Standard, das war der Club 2, oder? Wer hat das geschaut? Die Christine? Club 2, das war so... Genau, ganz gemütlich auf der Couch. Die haben, glaube ich, auch noch rauchen dürfen. Unvorstellbar heutzutage, ja. Und dann haben sie über gewisse Themen halt diskutiert und philosophiert, war recht interessant. Und auch etwas, was ihr vielleicht noch nicht so gehört habt, und zwar, das sind die sogenannten TED-Talks. Ja, und das werden wir uns auch anschauen, was das genau ist. Jetzt gehen wir mal in medias res, und zwar, was ist eigentlich Lernen und von wo kommt dieses Wort? Und das Lernen, das ist eine gotische Bezeichnung für ich weiß, also leis, und das indogermanische Wort für gehen, also lies, und es bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass ja Lernen ein Prozess ist und wo man einen Weg dann zurücklegt und dabei dann an das Wissen gelangt. Ja. Also zum Beispiel ein sehr langes Studium oder einen 3-Monats-Kurs oder ein 2-Tages-Seminar, was auch immer. Eine gewisse Zeitspanne, die vergeht, um sich das Ganze hier... Was denkt man, wenn man Lernen hört? An die Schule, genau. Also Schule wird ja von den meisten sehr positiv gesehen, und wichtig ist ja nicht nur das theoretische Wissen, was man sich aneignen, sondern auch zum Beispiel motorische Fähigkeiten. Ja, das gehört ja auch zum Lernen dazu. Ein Kind lernt ja schon viele Dinge, die dann für später dann auch wichtig sind. Und neben Inhalten können zum Beispiel beim Lernen auch Vorgängerrolle spielen. Ja, das heißt, Lernen bedeutet ja auch Veränderung. Und das heißt, etwas zu erleben und wie verhalte ich mich dann. Ja, das ist das typische Thema heiße Herdplatte. Einmal draufgegriffen, nie wieder gemacht. Oder halt zumindest nicht, also ja, eher unabsichtlich, dass das einmal passieren kann. Und es ist halt dann so, dass hier so ein Prozess in Gang gesetzt wird.
Und wann lernt man etwas sehr leicht? Wisst ihr das vielleicht? Weil manche Dinge, da tut man sich ein bisschen schwerer und bei anderen, das geht relativ einfach. Wenn ich etwas Neues lerne, dann das an etwas Altes anknüpft. Ja, wenn ich schon ein bisschen was mit der Thematik zu tun gehabt habe oder das sehr ähnlich ist, dann fällt es mir etwas leichter, etwas Neues zu lernen, was das betrifft. Ja. Und das ist in vielen Bereichen ist es so. Der gute alte Konfuzius, den kennt sie, oder? Vielleicht hat ihn jemand auch zu Hause stehen. Der hat da was Gutes gesagt und hat gesagt, sage es mir und ich werde es vergessen. Erkläre es mir und ich werde mich erinnern. Und lass es mich selber tun, ich werde es verstehen. Das ist die Weisheit des Tages. Und das ist ja das Wichtige. Ne? Ein Tischler wird nie ein super Tischler werden, wenn er dem Tischlermeister nur in der Lehrzeit nur zuschaut und nie da irgendein Holzstück einmal bearbeitet oder sonst was macht. Ja? Ein Computertechniker, der noch nie einen Computer zerlegt oder zusammengebaut hat, der wird viele Dinge auch nicht so verstehen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man auch natürlich auch viele Dinge dann auch selber macht, das einmal ausprobiert. Wir lernen ja ein Leben lang, oder? Oder hört es auf? Genau, es hört. Man lernt immer dazu und neue Impulse ist auch wichtig, ja, das aktiviert wieder gewisse Gehirnregionen, also man wird quasi, das Gehirn wird wieder ein bisschen gekitzelt, ein bisschen stimuliert, ja. Und wenn man dann wirklich was brennend interessiert, dann sollte man auch dabei bleiben. Das macht ja auch richtig Spaß, etwas Neues zu lernen. Und was dann natürlich noch besser ist, wenn man zum Beispiel jemanden anderen das dann, was man gelernt hat, dann noch einmal erklärt. Weil dann hat der was davon und du hast was davon, weil es für dich quasi auch wie eine Art Wiederholung ist. Ja, wo kann man lernen? Wo kann man zum Beispiel lernen im Burgenland auch? Und zwar gibt es auch das, in dem Fall auch hier das Burgenländische Volksbildungswerk. Eine sehr, sehr große Plattform, die auch viele nutzen, um zum Beispiel etwas Neues dazuzulernen oder einfach nur, man nennt sie auch Lifehacks, wenn zum Beispiel irgendein Gerät streikt, die Kaffeemaschine nicht mehr so möchte und man möchte die entkalken, dann kann ich sowas zum Beispiel natürlich auch auf YouTube mal anschauen. YouTube bietet aber noch so viel mehr und ich habe da heute ein paar nette Videos für euch vorbereitet und zwar Englisch lernen im Schlaf. Und das ist jetzt tatsächlich kein Witz. Ich kann es nicht versichern, ob es wirklich funktioniert, aber vielleicht probiert das jemand von euch aus. Und da machen wir dann den nächsten Workshop dann in Englisch. Ich meine, ich fange mit etwas Leichten an, weil Koreanisch wäre ein bisschen, ich glaube für den Anfang ein bisschen zu schwer. Sprachen lernen im Schlaf. Ja. Und wenn wir schon auch unsere Sprachkenntnisse trainieren, dann könnten wir zum Beispiel auch unseren Körper trainieren und uns vielleicht ein paar Entspannungstechniken aneignen. Und da natürlich wäre ja Yoga perfekt. Da geht es um eine Yoga-Abendroutine. Das heißt, das könnte man vor dem Englischkurs, weil da ist man entspannt, könnte man das dann gleich nehmen. Ja? Und hören wir mal kurz rein, was die zwei Jungs da vorbereitet haben. Ich habe ein bisschen reingeschaut in das Video, es ist echt interessant und ich denke mal, das macht auch sehr viel Spaß und es ist auch für Anfänger gedacht. Yoga ist ja eine super Technik und wie gesagt, man kann sehr viel auf YouTube natürlich dazu finden. Also ich finde, die sind auch sehr, sehr gut. Das ist Yoga stilvoll, nennt sich das Ganze. Das heißt, ihr könnt es dann immer dann, wenn man direkt dann drauf geht, gibt es dann auch hier mehrere Videos dazu. Da geht es um die Atmung, Gleichgewichtsübungen zum Beispiel. Also die bieten hier sehr, sehr viele Videos an und man darf auch nicht vergessen, das ist wirklich kostenlos. Ja? Also, und die Videos dauern ja teilweise auch so fast zwischen 15, 30 bis 45 Minuten. Und die kann man dann halt immer danach schauen. Also einfach könnt ihr bei YouTube direkt eingeben, Yoga stilvoll oder bei Google halt dann direkt eingeben. Ja, also da findet ihr dann auf jeden Fall dann die richtigen Videos dazu. Ja, und wenn wir dann entspannt sind und am nächsten Morgen aufstehen, dann könnten wir ja ein schönes Lied singen. Wenn man sich ja für das Thema Gesang interessiert,
Und wir sind ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch bei den Sängerknaben oder bei den Sängermädchen war. Also Sängermädchen gibt es, glaube ich, nicht, gell? Das ist komisch, oder? Warum gibt es das nicht? Das ist auch noch so eine Männerdomäne anscheinend. Weil eigentlich müsste es ja die Sängermädchen auch geben, gell, wenn es die Knaben gibt. Ich habe für euch ein Video gefunden, das heißt, mit diesen 5 Tipps lernt man wirklich singen. Also singen lernen für Anfänger. Wenn es mit Singen nichts wird, dann könnte man vielleicht ein bisschen in die Richtung der Psychologie gehen, oder? Ja, und vielleicht uns da ein bisschen weiterbilden. Und da habe ich auch ein sehr interessantes Video gefunden, und zwar die Erklärung, was ist eigentlich Psychologie? Und das wird in knackigen 5 Minuten, wird das hier sehr, sehr gut erklärt. Das Thema Psychologie ist ja sehr interessant. Das heißt, ich kann ja vieles von dem auch quasi in meinem Alltagsleben ja auch anwenden. Wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen noch mehr machen möchte, es gibt eine sehr, sehr gute Plattform. Und das ist der Mr. Wissen to go. Ein junger Mann, der sehr interessante Themen immer behandelt. Und das sind nicht immer diese Standardthemen, sondern da geht es zum Beispiel auch um Personen, da geht es um irgendwelche Skandale zum Beispiel. Und da habe ich jetzt was gefunden, und zwar das Video heißt: Wer ist der Sebastian Kurz? Und wenn wir jetzt einmal runterschauen, dieser YouTube-Kanal hat 1,45 Millionen Abonnenten. Das ist schon sehr viel. Und schauen wir mal ganz kurz rein, was der Mr. Wissen to go über unseren Bundeskanzler sagt. YouTube ist da wirklich ein großes Sammelsurium an verschiedenen Videos, Lernvideos, die auch sehr unterhaltsam sein können. Also nicht nur, wie kann ich mir eine Kaffeemaschine entkalken. Also da bietet YouTube natürlich schon um einiges mehr, und würde mich freuen, wenn sie mal ein bisschen YouTube durchschaut und interessante Videos dann für euch entdeckt. Und wir schauen jetzt da weiter zur nächsten Plattform. Wir gehen einmal weg von YouTube, und zwar zu den waschechten E-Learning-Plattformen. Und da gibt es die österreichische Plattform eMox. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich werde jetzt auch dann gleich die Seite öffnen. Und zwar, was genau ist eMox? Das heißt, Bildung ist ja nicht gleich Bildung. Es kommt halt immer darauf an, um welche Thematik es geht. Und eMox bietet zum Beispiel Bildungsinhalte, die sogar auf Hochschulniveau sind. Also, und wie gesagt, für das Lernen gibt es auch keine Altersgrenze. Also es gibt manche, die mit 60 zum Beispiel noch Studium machen, einfach persönlich sagen wir, ich möchte das lernen, ich möchte das wissen, finde ich sehr toll. Also das ist wirklich unabhängig vom Alter. Und was super ist, es gibt frei zugängliche Online-Kurse, die sind kostenlos, die sind einfach auch zeitunabhängig und ortsunabhängig. Und jedes Semester kommen dann hier auch neue Kurse dann dazu. Und es gibt natürlich hier auch eine große Auswahl an verschiedenen Themen. Gleich auf der Startseite sieht man auch die neuesten Kurse. Also es gibt wirklich Unterschiedliches. Es ist nicht nur jetzt dafür für Trainer oder für Pädagogen zum Beispiel, sondern für alle, die etwas Neues lernen möchten. Hier haben wir zum Beispiel Kategorien Naturwissenschaften, das heißt, ich habe ein bisschen Physik dabei, Mathematik, Chemie, Biologie, ich habe technische Wissenschaften, also alles, was Elektrotechnik, Maschinenbau ist. Wenn es eher mehr in die Richtung Medizin geht, unter Humanmedizin eben klinische Medizin, Biotechnologie, Agrarwissenschaft sogar. Was auch recht interessant ist, ist eben Sozialwissenschaften. Da habe ich dabei eben Politik, wenn es um Psychologie, um Soziologie geht. Und es steht auch dann immer genau dabei, welche Kurse oder wie viele Kurse es dazu gibt. Und ich habe hier zum Beispiel den Kurs Abbau von Vorurteilen und Nationalismus.
Und den kann ich dann auch dann, dem kann ich dann auch dabei sein und aufrufen. Also auch sehr, 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 sehr interessant. Ich kann auch hier die Sprachen auswählen. Also es gibt auch mehrsprachige Kurse und kann dann hier noch auf der linken Seite oben dann noch alle Kurse zum Beispiel dann auch auswählen. Dann habe ich immer die Auflistung und habe hier zum Beispiel, also das ist auch für Schüler natürlich, ich habe hier für Lehrende auch oder allgemein eben die Erwachsenenbildung, zum Beispiel Mangelernährung und so weiter, also wenn es ein bisschen um das Thema geht. E-Learning, gratis Online-Lernen, Datenschutz und so weiter. Also es ist jetzt schon auf Hochschulniveau. Also es ist sehr, 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 sehr gut gemacht und könnt ihr mal reinschauen. Also ich finde es wirklich sehr gut. Ja, was haben wir noch für Plattformen? Udemy, eine Plattform, die auch sehr beliebt ist. Was ist das genau? Was einmal, wo man einmal erschlagen wird, es gibt fast 100 oder mehr als 100.000 Online-Kurse und die werden von mehr als 42.000 Dozenten gehalten. Also das ist schon eine sehr, sehr große Menge an Kursen, die auch hier angeboten werden und diese sind auch in mehr als 50 Sprachen verfügbar. Jetzt schauen wir uns jetzt einmal die Kategorie an, das geht von Programmierung, von alles, was mit dem Businessbereich zu tun hat, wenn man sich für das interessiert, Finanz, Rechnungswesen, Computerkurse, alles, was Office ist zum Beispiel. Dann gibt es auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, da geht es um zum Beispiel, was jetzt auch jetzt interessant wäre, Gedächtnis und Lerntechniken, Motivation oder Persönlichkeitsentwicklung. Erziehung, Beziehung, glücklich Leben, Religion, Spiritualität. Also es gibt da extrem viele Möglichkeiten an Kursen, die ich auswählen kann, auch was künstlerisch betrifft, also Kunst, Kunsthandwerk, etwas zeichnen mit Wasserfarben, Porträt zu machen, alles was ums Thema Schönheit, Make-up geht, Essen, Trinken, zum Beispiel Brot backen, ist ja seit letztem Jahr wieder total im Trend. Wer macht denn von euch selber Brot? Die Großmutter, ja. Also, ich gebe zu, ich backe hin und wieder ein Eiweißbrot, aber das ist eine fertige Backmischung. Da wird einfach nur ein bisschen Olivenöl und ein Wasser dazugegeben, ein bisschen geknetet und das Ganze ins Rohr. Schmeckt auch ganz gut, ist frisch und ja, kann man mal zwischendurch machen. Also, Heimwerken zum Beispiel, ja. Also, da gibt es Musik, haben wir auch Musikgrundlagen. Also Unmengen an Kurse oder wenn man sich vielleicht eher mehr für das Thema Fotografie interessiert, digitale Fotografie oder Videobearbeitung, Wissenschaft und Lehre, auch interessant, Sprache, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaft. Also eine große Anzahl an Kursen, natürlich darf man nicht vergessen, also diese 100.000 Online-Kurse, da ist ja ein Teil davon in deutscher Sprache, weil es ja in 50 Sprachen ist, deswegen gibt es auch so eine Menge an Kursen, die hier angeboten werden. Und von der Preisgestaltung her ist es so, dass die Kurse sind ab 11,99 Euro, was ja schon relativ günstig ist. Man muss auch bedenken, natürlich, das ist immer ein immenser Aufwand, zum Beispiel so ein Video zu machen, das zu gestalten. Und deswegen finde ich jetzt zum Beispiel 11,99 jetzt für so ein Video jetzt nicht so extrem viel. Man hat auch immer eine Geld-Zurück-Garantie für Kurse, die man innerhalb von 30 Tagen eben dann gekauft hat. Das sollte man halt, wenn möglich, nicht übertreiben, weil ich kann mir das theoretisch dann komplett anschauen, das Video, und kann dann sagen, okay, gut, das ist vielleicht doch nicht das, was ich wollte, dann kann ich es zurückgeben. Wenn man das zu oft macht, dann kann es sein, dass dann dieses Benutzerkonto, das man hat, dann irgendwann gesperrt wird. Also wenn das mit Maß und Ziel ist, dann sollte das überhaupt kein
kein Problem sein. Was sind die Vorteile dieser Plattform? Also erstens einmal habe ich eine riesen Auswahl an Kursen und Themen. Dann habe ich eben diese Geld-Zurück-Garantie. Das Ganze habe ich auch als App. Das heißt, ich kann am Handy, ich kann am Tablet, kann ich das genauso verwenden. Und ich bekomme auch immer alle Lernmaterialien zum Herunterladen dann auch dazu. Das ist ja zum Beispiel dann auch ganz praktisch, wenn ich vielleicht dann weiterführend etwas machen möchte. Ich habe die Lernmaterialien, kann das auch gleich wiederholen. Und ich kann auch Kurse dann bewerten. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Bewertungen. Grundsätzlich, also ich habe mir jetzt viele Kursbewertungen angeschaut. Meistens ist es so, dass bewertet wird zum Beispiel, wie ist denn der Vortragende, ist die Stimme angenehm, spricht der Dozent langsam, spricht er vielleicht zu schnell, ist es auch unterhaltsam, macht es einfach Spaß, dieser Person zuzuhören. Also so in etwas sind dann diese Bewertungen. Und es gibt natürlich auch Nachteile bei dieser Plattform. Und zwar da gibt es auch Qualitätsunterschiede, zum Beispiel bei der Videoqualität. Und nicht alle Kurse werden von Experten gehalten. Es ist natürlich auch so, bei Udemy, man kann sich auch direkt anmelden und zum Beispiel die Johanna macht jetzt einen Tamburica-Kurs. Könnt ihr das machen, könnt ihr Video und hoffentlich würden das dann sehr, sehr viele dann aufrufen und auch dann gut bewerten. Also das ist nämlich der Unterschied auch, also zur iMox-Plattform, dass ihr jetzt keine semi-professionellen Leute sind, sondern keine professionellen Leute sind, sondern auch Menschen einfach, die zwar gut informiert sind und die das auch gut vortragen können, aber es sind halt nicht immer richtige Experten. Also, aber das ist jetzt im Prinzip nicht immer ein Problem, ja, weil das heißt jetzt nicht, dass der das jetzt schlechter macht oder dass der vom Wissensstand her ganz woanders ist. Das muss dem nicht so sein. Ja. Und auch diese Kurspreise ändern sich schon sehr, 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 sehr oft. Bei der Zeitakademie gibt es auch so eine Auswahl aus 60 verschiedenen Seminaren. Und da sind ausschließlich renommierte Dozenten, also wirkliche Experten, Spezialisten, die wissen, wovon sie reden. Und extrem hochwertige Videoproduktionen. Schauen wir uns einmal die Themen an, die es hier gibt. Ja, also das ist zum Beispiel auch für jemanden, der noch im Beruf steht, alles was an Psychologie der Führung zum Beispiel, Arbeitsrecht. Es gibt aber auch andere Dinge wie Körper und Geist, also auch Psychologie, Intelligenz, etwas über das Gehirn, schöne Künste. Vielleicht werde ich jetzt Journalist und was brauche ich jetzt alles dazu? Kunstgeschichte, Rhetorik, Weltliteratur. Dann habe ich auch Themen wie Kultur und Religion, also Archäologie, Ethik, Geschichte, über den Islam zum Beispiel. Wirtschaft und Politik, das heißt auch politische Philosophie und Sprachen wie Chinesisch, Englisch, Portugiesisch. Die Zeitakademie, wirklich eine interessante Seite. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn da wirklich so wirklich gute, renovierte Dozenten hier unterrichten, dass das natürlich jetzt doch nicht gratis ist. Und die haben quasi so ein Abo-Modell. Das schauen wir uns jetzt einmal auch ganz kurz an. Und das ist eben dieses Abo. Da gibt es das Jahresabo, kostet 19,99 € pro Monat. Ich kann unbegrenzt mir die Inhalte anschauen. Ich habe einen Zugriff auf über 60 Kurse, wobei man muss sagen, also diese Kurse ist jetzt nicht so, dass die nur eine halbe Stunde oder Stunde dauern, sondern das sind schon richtige große Kurse. Und ich kann dann auch zum Beispiel das Ganze auch monatlich bezahlen. Das heißt, wenn ich sage, na gut, mich interessieren vielleicht nur ein paar Kurse und
von der Zeit her geht sich das jetzt in einem oder zwei Monate aus, dann kann ich das Ganze, und das finde ich auch fair, das Monatsabo nehmen, das heißt 24,99 €, wobei ich muss dazu sagen, die Frist, also die Mindestlaufzeit sind 3 Monate. Ja, aber für den Inhalt, den man dort bekommt, finde ich dann die 3x25 € ist auch völlig in Ordnung und kann dann, wie gesagt, auf das dann zugreifen. Ob es das wirklich auszahlt fürs ganze Jahr, das muss man dann schauen, ob man jetzt wirklich dann alle diese Inhalte, die da angeboten werden, dann in Anspruch nehmen möchte. Ja, was sind jetzt noch einmal die Vorteile von der Zeitakademie? Erstens einmal wirklich auch sehr hochwertig produzierte Videos. Die Dozenten sind professionell. Ich habe auch wieder Lernmaterialien, die ich mir herunterladen kann. Ich kann auch Kurse testen, ob das etwas für mich ist. Und was auch super ist, ich bekomme eine Teilnahmebestätigung. Die kann ich dann ganz stolz herzeigen. Und gleich motivierend für andere dann wirken. Und was ein bisschen ein Nachteil ist, also wenn man es jetzt vergleicht mit Udemy zum Beispiel, mit der Plattform, die wir vorher uns angeschaut haben, es gibt eine relativ geringe Anzahl von Kursen. Ja. Wobei die Kurse, die sie haben, sind extrem hochwertig und also qualitativ wirklich top. Also da kann man nichts dagegen sagen. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen in die Welt der Elektroautos. Recht interessant, und zwar ist es der Elektromobilitätsclub. Wenn wir noch einmal die Seite öffnen. So, und was ist jetzt dieser Elektromobilitätsclub? Und zwar, das ist eben eine Plattform, also Plattform für Elektromobilität in Österreich. Und man kann dort eben auch Mitglied werden und da geht es eben um den Erfahrungsaustausch, um ein bisschen um das Fachsimpeln, alles rund um das Thema Elektromobilität, dass man das auch weiterentwickelt. Und das ist ein Ansprechpartner für alle, die eben, für die das Thema auch interessant ist. Was ist die Philosophie davon, dass man so viele Menschen wie möglich miteinander vernetzt? Und es gibt auch monatlich, und das finde ich auch immer interessant, dieses Miteinander, das heißt, dass man jetzt nicht nur unbedingt alleine jetzt vom Computer sitzt und sich irgendeinen Kurs oder was anschaut, sondern was ja jetzt momentan ein bisschen ein Problem ist, man kann es natürlich auch online mit anderen machen, so wie wir das jetzt auch machen, dass hier so Kompetenztreffen stattfinden, wo eben dann aktuelle und wichtige Themen dann auch besprochen werden und das Ganze dient dann auch als Plattform zum Austausch von Informationen, alles was neu, was innovativ ist und gemeinsam, und das ist auch die Prämisse vom Elektromobilitätsclub, dass man sagt, man bringt das eben voran, überhaupt wegen dem Klimawandel. Und da gibt es auch jede Menge Veranstaltungen natürlich. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man da jetzt dann nur mitmachen kann, wenn man selber zum Beispiel ein Elektroauto hat, sondern wenn einfach einem das Thema interessiert. Ja, da gibt es zum Beispiel, was gibt es denn da für Anschlüsse, wie sind da die Ökobilanz, Ladestationen, Förderungen, vielleicht möchte ich ja mal in Zukunft mir ein Elektroauto zulegen und dann habe ich hier wirklich dann alles dazu. Es gibt auch hier die Fragen zur Mobilität, da kann ich dann auch nach Bundesland mal das Ganze dann auch anschauen und ich kann natürlich auch Mitglied werden, da gibt es dann auch verschiedene Vorteile, die ich dann dazu habe. Wenn ich Mitglied werde zum Beispiel, werde ich unterstützt auch beim Kauf eines Elektroautos. Ich kriege eine Ladekarte, wo ich dann sehe, okay, wo sind denn die ganzen E-Ladestationen? Ich habe ein Gruppenmagazin dabei, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, es würde aber schon reichen, wenn man sagt, man schaut sich hier ein bisschen zu der Thematik dann auch ein bisschen etwas an und wenn man mehr möchte, kann man immer entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel Mitglied werden möchte oder auch nicht. Die Mitgliedsgebühr kostet 40 € pro Jahr. Ich kann dann auch an diesen
monatlichen Kompetenztreffen dann auch teilnehmen. Ich denke mir, dass die jetzt auch online stattfinden werden und kann mich da ein bisschen mit anderen austauschen. Ich kann zum Beispiel auch dadurch auch Elektroautos testen. Es gibt auch eigene Workshops, die würde ich dann etwas günstiger bekommen. Und ich habe einfach auch einen Zugang, und das finde ich auch interessant, zu Spezialisten der E-Mobilität und zu echten Elektroauto-Pionieren, weil bei diesen Kompetenztreffen sind auch sehr viele Experten immer dabei, und die kann ich dort dann fragen. Und das ist auch schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das ist einfach eine Plattform eben für diese Förderung und Weiterung der E-Mobilität. Ja, und oft ist es so, dass viele Dinge im Haushalt, dass da mal was kaputt gehen kann, oder? Waschmaschine, Geschirrspüler. Da wäre das doch irgendwie super, wenn man da vielleicht selber ein bisschen was machen könnte, oder? Und ich habe da bei meinen Recherchen für den heutigen Workshop ganz eine interessante Seite entdeckt, und zwar, das ist der Ersatzteilshop.de. Das hört sich jetzt einmal ein bisschen unspektakulär an. Werdet sich jetzt wahrscheinlich denken, Ersatzteile, ich will was lernen. Ich möchte lernen, wie zum Beispiel so kleine Probleme mit meinen Haushaltsgeräten selber reparieren kann. Ja, und genau das gibt es auch dort. Ich habe hier zum Beispiel einen Reparaturratgeber für, sage ich mal, Küchengeräte. Ja. Und da kann ich jetzt einmal auswählen, wenn wir schon bei der Kaffeemaschine waren. Nachdem das mit den YouTube-Videos nicht funktioniert hat, schauen wir mal da vorbei. Und da habe ich zum Beispiel typische Fehlermeldungen von Waschmaschinen, und es wird auch dann gleich, von Kaffeemaschinen, und es wird auch gleich der Grund genannt, was das sein könnte. Ja. Da zum Beispiel, der typische Grund ist verkalkt oder verunreinigt zum Beispiel. Und was ganz toll ist, es werden auch Empfehlungen ausgesprochen, was man machen kann, was man dazu nimmt. Es gibt auch kurze Videos dann dazu, wenn ich nicht genau weiß, wo finde ich jetzt da auf der Maschine dann die Seriennummer, und das kann ich mir anschauen. Ich war da sehr begeistert, muss ich sagen, weil es wirklich gut gemacht ist. Es gäbe auch Reparaturanleitungen. Ich meine, wenn man das machen möchte, das Ganze ist auch mit dem Schwierigkeitsgrad dann hinterlegt. Das heißt, ich könnte eine Brühgruppe reparieren und pflegen. Dauert 20 bis 30 Minuten. Und unglaublich, es gibt auch ein Video dazu. Eine Brühgruppe reparieren und pflegen. Dauert 20 bis 30 Minuten. Und unglaublich, es gibt auch ein Video dazu. So, das war der Ersatzteil-Shop. Also wirklich eine super Sache. Jetzt haben wir mal den Überblick. Also die viele Dinge kann ich mir... Na, der Ersatzteil-Shop ist gar nichts. Das ist kostenlos. Das ist nur, weil die ja eigentlich Ersatzteile für die ganzen Geräte verkaufen, ja, und die haben halt das Service dabei, dass man sagt, okay, man kann vielleicht das auch gewisse Dinge selber machen und man kann sich mal informieren darüber. Ja, also diese Infos sind immer kostenlos. Das gibt es auch. Also manche Dinge gibt es auch noch gratis. Es gibt jetzt nicht nur diese ganzen E-Learning-Plattformen, wo ich sage, ich habe Videos, vielleicht sogar auch in Live-Form, das gibt es ja natürlich auch. Gibt es auch Möglichkeiten, so wie Blinkist. Blinkist ist eine sehr, sehr gute App, und da geht es um das Anhören von Informationen. Und das Interessante daran ist, also nicht nur zum Anhören, auch zum Lesen. Das ist sehr interessant, weil viele haben ja oft das Problem, und zwar, jetzt würde ich gern was über Psychologie wissen, und ich gehe zum Beispiel jetzt in ein Buchgeschäft, und der Verkäufer oder die Verkäuferin drückt mir so 1200 Seiten Schmöker in die Hand und sagt, viel Spaß damit. Und viele kriegen schon die Krise bei einem Buch, das was, sage ich mal, mehr als 500 Seiten hat, kann ich auch verstehen, ja. Denken Sie, na bumm, das ist schon sehr viel. Und bei Blinkist war eben die Idee, dass man von Büchern, von Sachbüchern quasi die Kernaussagen rausnimmt.
Das heißt, ich habe circa 15 Minuten pro Titel, wo überblicksmäßig die Kernaussage dieses Buches dann drinnen ist. Das heißt, ich kann quasi das, wo ich normalerweise einige Stunden verbringe, das zu lesen und dann Notizen zu machen, kann ich hier in 15 Minuten quasi erledigen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Ich bin da, was das betrifft, auch sehr kritisch und ich lese auch sehr gerne Sachbücher. Aber wenn ich sage, ich möchte sehr schnell Informationen aufnehmen und heutzutage ist es, oder auch bei Jugendlichen so, die sind es gewohnt, das immer so häppchenweise zu bekommen. Aber es ist einmal interessant auszuprobieren. Also wir haben bei Blinkist diese App kann ich mir herunterladen auf mein Smartphone oder auf mein Tablet. Ich habe die Kernaussagen der besten Sachbücher. Es gibt so circa 27 Kategorien und ich kann das entweder lesen natürlich oder auch als Hörbuch mir anhören. Was auch super ist, es gibt dann auch personalisierte Empfehlungen. Das ist so wie bei Amazon. Wenn ich etwas bestellt habe, dann werden mir ähnliche Dinge dann auch empfohlen, die mich vielleicht interessieren. Und es gibt auch den Offline-Modus. Das heißt, ich kann mir dieses Hörbuch oder wenn ich etwas lesen möchte, dann das Dokument dann herunterladen. Und dieses E-Book und mir dann auch ohne Internetverbindung dann anhören oder lesen. Von den Kategorien her gibt es auch jede Menge. Und zwar, wir haben, ob das jetzt von Psychologie, Kreativität, Allgemeinbildung, Wissen, persönliche Entwicklung, Kultur, Religion, Natur, Umwelt. Also da gibt es eine sehr, sehr große Auswahl an Themen. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns einmal die Kosten anschauen. Also es gibt das Jahresabo, das ist ein Premium-Abo, das kostet 6,67 € im Monat. Das heißt, die Abrechnung ist das fürs ganze Jahr, das ist 80 € fürs ganze Jahr. Also das ist einmal vom Preis-Leistung her schon sehr, sehr gut. Und man kann auf jeden Fall vorher ein 7-Tage-Probe-Abo dann machen, um das einmal zu testen. Dann gibt es das Premium-Abo, das kostet dann 13 € monatlich und das ist auch unbegrenzt und ich habe alle Zugänge und kann es in dem Fall auch monatlich dann kündigen, was ja sehr angenehm ist. Welche Vorteile gibt es bei Blinkist? Und zwar, ich habe unbegrenzten Zugang zu allen Titeln. Die Audiotiteln sind dann nicht in einer Hörbuchqualität. Ich kann mir auch so Inhalte, die für mich wichtig sind, dann auch markieren. Ich brauche nicht immer eine Online-Verbindung. Das heißt, wenn ich es mir einmal herunterlade, dann habe ich es auf meinem Smartphone oder auf dem Tablet. Und falls man schon einen Kindle hat, also von Amazon, den E-Book-Reader, dann kann ich diesen Kindle dann auch dafür verwenden, um das zu lesen. Und das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, viele lernen auch gerne, indem man einfach nur zuhört. Also ich muss nicht unbedingt immer ein Video sehen, sondern auch die Sprache natürlich wäre dann auch schon ausreichend und das Ganze kennen wir auch in Form von diversen Podcasts. Und da kommen wir auch gleich zu dem Podcast. Also Podcasts kennt ihr. Es gibt zum Beispiel Audible. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, auch aus der Werbung. Audible ist quasi ein Service von oder ein Unternehmen auch von Amazon. Und hier gibt es mehr als 200.000 Hörbücher. Es gibt auch exklusive Inhalte, das sind so ungekürzte Lesungen. Es gibt auch sehr viele hochwertige Eigenproduktionen. Also die gibt es dann nur
bei Audible. Ich kann das am Smartphone hören, am Tablet, am PC. Es wäre auch möglich am Amazon Echo, denn das kennt ihr, das Gerät. Das haben wir damals bei den Sprachassistenten vorgestellt. Und was auch super ist, ich habe eine 30 Tage Testzeit. Und da kann ich mir schon ein bisschen reinhören. Die Kosten sind 9,95 € pro Monat. Ich kann mir auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht unbedingt ein Abo haben, kann ich auch die Titel dann einzeln kaufen. Hör, was und wo du willst. Das ist schon mal sehr gut, weil man will ja auch flexibel sein. Ich habe natürlich keine Werbung dabei, das ist auch wichtig, weil das würde einfach dann nur stören. Übrigens, wer von euch Amazon Prime Mitglied ist, der kann Audible sogar 60 Tage kostenlos testen. Also 2 Monate gratis, das ist auch schon mal ganz, ganz toll. Man hat auch immer so Hörproben. Für Kinder und Jugendliche ist es auch interessant, aber auch für uns Erwachsene. Also wenn man vielleicht nicht, also lesen ist, also ich lese zum Beispiel sehr, sehr gern. Wenn jemand nicht so gerne liest, dann lasse ich mir das einfach vorlesen. Ja, und das kann auch Spaß machen. Und es gibt sogar auch richtige Hörbücher oder Hörspiele, sagen wir eher dazu. Und das ist eben so ein Audible-Exklusiv.